Hallo und recht herzlich willkommen zu einem praktischen Tutorial für die Reparatur Backlight oder auch Hinterleuchtung, wie manch einer dazu sagt, bei LED-Fernsehgeräten. Hier in meinem Video anhand von einem Samsung-Fernseher, den ich im Moment gerade hier hatte, vom Typ her UE40 F 6270 SSXZG. Diese Buchstabenbezeichnung steht für die entsprechende Länderkennung. Da braucht ihr euch eigentlich im Großen und Ganzen, wenn ihr dieses Gerät in Deutschland bezogen habt, keine Sorgen zu machen. Ansonsten sollte das Gerät aus einem anderen Land der EU gekommen sein, dann müsst ihr natürlich dann auch entsprechend für dieses Gerät die Buchstaben hinzuziehen. So, ich werde euch anhand von einigen Fotos, die ich zu der Reparatur getätigt habe, zeigen, was ihr beachten müsst, welche Schrauben gelöst werden müssen, wie ihr damit umgehen müsst mit dem Display und so weiter und so fort. Sage auch noch einmal kurz etwas zu Messgeräten, die man dazu verwenden kann. Ja, und ansonsten nur noch mal ganz kurz vorab. Ich habe einige Videobeiträge gesehen, die ebenfalls die Reparatur betreffen von Backlight. Muss dazu allerdings sagen, praktiziert einige Vorgehensweisen bitte nicht. Zum Beispiel, dass ihr, wenn ihr alles gelöst habt, mit den bloßen Händen das LCD-Display nehmt, wenn ihr nämlich keine hundertprozentige vernünftige Auflagefläche habt, dann gibt es einen Knacks, ein Riss ist drin und ihr braucht euch keine Gedanken mehr zu machen über eine Reparatur von eurem Fernsehgerät, weil nämlich dann der Bildschirm defekt ist und ein Wechsel des LCD-Displays euch so teuer kommt, dass man von einer Reparatur vollkommen absehen kann. Das zum einen. Zum anderen habe ich gesehen, dass einzelne LEDs gewechselt wurden. Ja, man kann es machen. Und ja, es ist sicherlich auch die kostengünstigste Variante. Aber ich in meiner Reparaturpraxis habe bis jetzt eigentlich, wenn es in den finanziellen Rahmen gepasst hat, immer einen Kompletttausch der Backlight-Streifen vorgenommen, weil ihr müsst euch vorstellen, euer Gerät ist nicht gerade das Neueste. Es ist über längere Zeit hinweg gelaufen, hat gute Dienste geleistet. Die Hersteller geben für die LEDs ebenfalls Betriebsstunden an. Und diese Betriebsstunden sind nun einmal schon mal angelaufen. Ich habe Hintergrundbeleuchtung gesehen, wo LEDs in einer unterschiedlichen Intensität geleuchtet haben. Das führt dann dazu, dass man beim genauen Betrachten des Bildschirms ebenfalls dunkle Flecken erkennt, was sehr, sehr störend werden kann. Aus diesem Grund wechsle ich eigentlich generell, wie gesagt, wenn es passen sollte, immer die kompletten Backlight-Streifen, auch sagt man ja dazu, also ein komplettes Kit. Hier in meinem Fall besteht das Kit aus 7 Streifen insgesamt, wobei diese zweiteilig sind, das heißt also 14 Streifen insgesamt. Dadurch, dass ich leider nur diesen einen Streifen erhalten konnte, der übrigens, ich glaube, 19 Euro gekostet hat, hat sich die Reparatursumme hier in Grenzen gehalten. Ich habe das also praktisch vollzogen, weil eine Wartezeit von 4 bis 5 Wochen für die restlichen LED-Streifen oder sogar für das gesamte Kit war nicht zumutbar. Ja, also das noch einmal sozusagen als Anmerkung meinerseits. Ich würde vorschlagen, gehen wir einmal in die Praxis.
Werfen wir erst einmal einen Blick auf den Bildschirm. Manchmal, wie in meinem Fall hier, konnte man es wunderschön erkennen. Ich hatte allerdings, tut mir leid, vergessen, ein Bild von der Darstellung anzufertigen. Habe jetzt im Nachhinein nochmal versucht, die Sache ein kleines bisschen zu bearbeiten. Also bei meinem Samsung-Fernseher war im oberen Teil, das ist hier noch etwas zu hell, ein komplett ein Drittel dunkler Bildschirm, wo man genau gesehen hat, dass auf jeden Fall im oberen Bereich, so zweite, dritte Reihe der LED-Segmente, diese auf jeden Fall ausgefallen sind und dann eben alles etwas dunkel getönt war. Es gibt natürlich auch noch andere Fehlermöglichkeiten, zum Beispiel beim Einschalten, dass ganz kurz das Bild etwas zu sehen ist und danach komplett ausgeht. Ich will jetzt hier nicht die ganzen Fehler oder die ganzen Symptome alle aufzählen. Ich möchte euch ja eigentlich nur zeigen, wie ich die Reparatur hier vollzogen habe. Was ihr braucht für die Bestellung, habe ich hier so ein bisschen rot eingekreist. Das ist also dann wirklich die ganz genaue Gerätebezeichnung, einschließlich der Buchstabenkennung innen für die Länderkennung, von der ich anfänglich schon einmal gesprochen hatte. Die 01 hier unten bei der Versionsnummer ist bei Backlight eigentlich nicht interessant, würde dann für euch in Frage kommen, wenn ihr ein defektes Mainboard habt und ein neues nachbestellen müsst, dann braucht ihr auf jeden Fall die installierte Version des alten Boards, das wäre hier die 01. Etwas unscharf, sorry, tut mir leid, aber zum Veranschaulichen sicherlich immer noch bestens geeignet. Was ihr benötigt, ist auf jeden Fall eine ebene und etwas abgepolsterte große Arbeitsfläche, die mindestens so groß sein sollte wie euer Bildschirm, damit das Panel auch wirklich vernünftig auffliegt und nirgendwo absacken kann. Hier in meinem Beispiel ein vernünftiger Arbeitstisch mit einer Decke abgepolstert. Es kommen keine Kratzer ins Display hinein oder beziehungsweise auf die Schutzscheibe, insofern eine vorhanden ist. Polstert es gut ab, dann passiert nichts. Wer ein Gerät besitzen sollte, das die Wandmontage hatte, der kann diesen Schritt jetzt hier überspringen. Für alle anderen, die das Gerät auf dem mitgelieferten Gerätefuß zu stehen hatten, die müssen natürlich den Fuß noch entfernen, gekennzeichnet für alle Schrauben durch meine Pfeile. Also bitte alle Schrauben entfernen. Den Fuß danach abziehen und den könnt ihr dann getrost erst einmal beiseite stellen. Bei den sehr reichhaltigen Verschraubungen der LCD-TVs ist es immer ratsam, wenn man einen funktionierenden und einen aufgeladenen Akkuschrauber bei sich hat. Also bitte alle Schrauben entfernen. So, dann sehen wir im nächsten Bild hier ebenfalls gekennzeichnet die Rastnasen an der nächsten Abdeckung. Diese bitte vorsichtig nach innen drücken. Die Klappe entfernen und dann seht ihr schon die nächste Steckverbindung. Das wäre dann die Kabelverbindung für die Nahbedienung am Gerät. Da seht ihr dieser kleine Joystick oder auch dieser Tipptaster, der wird hierüber angeschlossen. Bitte die Nasen vorsichtig hineindrücken und dann könnt ihr das Kabel nach unten herausziehen. Die Rückwand könnt ihr jetzt abnehmen und ebenfalls beiseite stellen und dann einen Blick auf das, was euch jetzt hier erwartet. Ihr habt also praktisch die gesamte Trägerplatte unten drunter, dann das LCD-Panel links, wie hier auf dem Bild zu sehen, das sogenannte Mainboard mit einem Flachleiterkabel. Dieses Flachleiterkabel bitte ebenfalls abziehen, indem ihr auf der linken Seite am Mainboard den kleinen schwarzen Verschluss
nach oben etwas biegt oder öffnet. Und danach könnt ihr das Flachleiterkabel herausziehen. Das gleiche dann im unteren Bereich, die Verbindung zum sogenannten T-Con. Ebenfalls rechts und links etwas hineindrücken mit Zeigefinger und mit Daumen. Und dann lässt es sich ziemlich leicht nach oben herausziehen. Hier noch einmal in etwas vergrößerter Form. Also ihr seht rechts und links jeweils die Nasen für die Arretierung und diese wirklich ganz vorsichtig nur einfach reindrücken. Da ist auch kein großer Widerstand nötig oder keine große Kraftaufstrengung, geht sehr, sehr leicht. So, dann weiter am Mainboard. Blau markierter Pfeil, das ist die Buchse für die Lautsprecherabgänge. Dort bitte ebenfalls das Kabel entfernen. Im oberen Bereich zweiter roter Pfeil, das ist die Querverbindung vom Mainboard zum Netzteil. Bitte ebenfalls entfernen und natürlich auch die Befestigungsschrauben, vier Stück an der Zahl. So, dann gehen wir auf die rechte Seite vom Chassis. Dort befindet sich das komplette Netzteil, jeweils mit roten Pfeilen gekennzeichnet, die zwei Steckverbinder. Auf der linken Seite das Kabel, was vom Mainboard kommt, ebenfalls entfernen, beiseite legen. Auf der rechten Seite ist der Anschluss für die Backlight-Spannungsversorgung. Diese Verbindung bitte ebenfalls unterbrechen. Hier noch einmal ein Blick auf den Versorgungsstecker, der vom Mainboard kommt, ebenfalls unten und oben jetzt in der Position etwas hineindrücken und dann lässt sich dieser Stecker nach vorn entfernen. Die Befestigungsschrauben am Netzteil wieder lösen bzw. gänzlich entfernen. Bitte nicht vergessen im unteren Bereich. Rechts und links von der 220 Volt Netzanschlussbuchse. Diese Schrauben dienen ebenfalls der Arretierung des gesamten Netzmoduls. Also bitte diese Schrauben ebenfalls entfernen. Gerätefuß, Netzteil, Mainboard, Geräterückwand an einen sicheren Ort platzieren. Und wir können mit der Demontage der Lautsprecher des rechten und des linken fortfahren. Diese werden gelöst, indem man ganz einfach unten die Nasen aus dem Metallchassis herauszieht und danach etwas nach oben wegschiebt. So bekommt man sie dann vollkommen frei. So, das gleiche machen wir natürlich auch für den rechten Lautsprecher. So, ja, Freunde, jetzt geht's langsam so ein bisschen ans Eingemachte. Beim nächsten Bild seht ihr ein Abdeckblech. Wenn ihr auf euer Gerät schaut, seht ihr eins auf der linken Seite im unteren Bereich und eins im rechten Bereich. Ganz unten diese graue Folie diente bei meinem hier vorliegenden Gerät so ein kleines bisschen, um die silberne Außenkante etwas zu verschönern, indem der Fernseher von der Seite her etwas grau ist. Also macht diese Folie etwas vorsichtig ab, zerreißt sie nicht allzu oft, damit es im Nachhinein trotz alledem immer noch am Gehäuse etwas vernünftig aussieht. Dann jeweils drei Schrauben pro Blech lösen, also drei für links, drei für rechts. Und ihr könnt die Abdeckbleche auch dann erst einmal weit weg zur Seite legen. So, was sehen wir unter den Abdeckblechen? Ei, der Daus. Zwei große lange Leiterplatten. Ja, um es mal ganz einfach zu sagen, das LCD-Display besteht aus zwei Hälften, einem linken Teil, einem rechten. Dementsprechend brauchen wir natürlich auch pro Seite jeweils eine Leiterplatte. Diese Leiterplatte dient ganz einfach als Verbindung, ich würde es mal ganz einfach jetzt sagen, zwischen dem T-Con
Und dem Panel an sich, ihr seht hier unten drunter auch so kupferfarbige Folie, das ist Folienleiterbahn, also ganz vorsichtig behandeln. Ihr könnt diese Leiterplatten ausklipsen an den schwarzen Plasteträgern, aber wirklich ganz, ganz vorsichtig. Macht dies aber bitte erst, nachdem ihr die Folienkabel vom Tikon runter zu den Leiterplatten jeweils getrennt habt. Das könnt ihr vornehmen, indem ihr ganz einfach die schwarzen Arretierungen um 90 Grad verdreht und danach könnt ihr die Folienplatinen oder Folienleiterbahnen ganz einfach und leicht entnehmen. Bitte Vorsicht, unten drunter sind Goldkontakte. Ist manch einem schon passiert, dass er die Goldkontakte verbogen hat und dann führte es hinterher zu Kontaktproblemen. Die Darstellung auf dem Panel war nicht mehr richtig gewesen, es haben einzelne Zeilen, Segmente gefehlt und und. Also ganz vorsichtig, lässt sich wirklich ganz leicht herausziehen. So, und dann müssen wir ja irgendwie jetzt das Display freilegen. Wir hatten die graue Abdeckung ja schon so ein bisschen vorsichtig entfernt. Ihr seht, darunter befinden sich kleine schwarze Metallschrauben. Diese ringsherum um den Rahmen bitte entfernen. Vorsichtig, am besten ebenfalls Akkuschrauber genommen. Aufpassen, dass die Drehrichtung stimmt und diese dann entfernen. So, wenn ihr soweit meiner Anweisung bis jetzt befolgt seid, dann müsste euer noch verbliebenes Gerät in etwa so aussehen. Ich habe hier auf diesem Bild mal versucht, durch kleine rote Striche ungefähr anzugeben, wo sich kleine Nasen befinden. Das sind kleine Plastenasen, die könnt ihr mit dem Fingernagel mit einem nicht scharfen metallischen Gegenstand, einer Feile zum Beispiel oder irgendetwas leicht abbiegen, müsst ihr natürlich um das gesamte Display herumgehen. Ja, und wenn ihr dann alles gelöst habt, dann könnt ihr das Display praktisch auseinandernehmen. Das heißt, das LCD-Display bleibt dann auf eurer Arbeitsfläche liegen und ihr habt also praktisch das Chassis, den Metallrahmen mit der Backlight-Beleuchtung separat oder auch extern. So, Glückwunsch, bis hierher habt ihr alles richtig gemacht. Zeit vielleicht für eine Kaffeepause oder manch einer mag auch eine Zigarette rauchen gehen. Egal, nehmt euch auf jeden Fall die Zeit. Wir benötigen nämlich noch Geduld und ruhige Hände, wie man immer so wunderschön sagt. Ja, vielleicht auch mal zum Thema Zeit, über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Also ich schätze die Sache mal so ungefähr ein. Ich habe von dem Zeitpunkt an, als ich das Gerät angefangen habe aufzuschrauben, bis zur Wiederinbetriebnahme mit Funktionsprüfung ungefähr circa 2 Stunden benötigt. So, dann nehmen wir mal an, die Kaffeepause ist beendet. Ihr schaut jetzt also praktisch auf das, was ihr separat entnommen habt. Nehmt euch wieder ganz einfach eine vernünftige Arbeitsfläche, wo ihr das Chassis mit der Backlight-Hinterleuchtung wieder separat ablegen könnt. Diesmal allerdings mit der weißen Fläche nach oben. Also praktisch zu euch gerichtet. Ja, die weißen Scheiben, was ist das? Das ist nicht nur einfach irgendein Plastikwerkstoff. Das sind sogenannte Polarisatorscheiben in der Farbe weiß, beziehungsweise, wenn man sie einzeln betrachtet, milchig. Diese könnt ihr oben an den Laschen vorsichtig lösen. Ebenfalls wieder beiseite legen. Aufpassen, dass ihr keine Knickstellen rein bekommt, also auf einen schönen flachen Untergrund legen, ebenen Untergrund.
Und dann seht ihr unten drunter die sogenannte Reflektorwand, ebenfalls ein sehr dünner, naja, Folienkörper, kann man schon sagen, mit integrierter LED, jeweils durchguckend. Und daneben diese kleinen weißen Plastikkörper, das sind die sogenannten Abstandshalter, damit eben die Polarisatorscheiben sich nicht krümmen und nach innen hineinfallen. Die Abstandshalter müsst ihr natürlich entfernen. Ich habe das mal versucht, hier so etwas symbolisch zu markieren, wieder mit meinen bewährten Pfeilen. Ihr könnt also diese Abstandshalter von am besten hinten, von der Rückseite her gesehen, mit einem Finger um 90 Grad drehen und dann könnt ihr sie herausziehen. 2, 4, 6, in meinem Fall jetzt hier 8 Stück insgesamt. Danach lässt sich der Reflektor entfernen und ihr habt einen wunderschönen Rundblick auf die gesamten Backlight-Segmente. Wie zum Anfang schon formuliert, 7 Reihen, jeweils 2 Segmente pro Reihe. Das wären also praktisch 14 Segmente insgesamt. So, jetzt muss ich selber erstmal schauen. Hellblau und Orange, dazu kommen wir dann nachher noch einmal. Hier, wo ich die etwas leicht grünen Pfeile markiert habe, diese Klebestreifen müsst ihr an der entsprechenden Stelle, wenn ihr ermittelt habt, welche LED-Streifen oder welche LEDs defekt sind, dann natürlich etwas vorsichtig lösen. Die hellblauen Pfeile sind praktisch die Verbindung der zwei Streifen pro Ebene. Orange ist der Anschluss des gesamten Streifensegmentes. So, dann Mess- und Prüfgeräte. Werfen wir einen Blick auf unser erstes Gerät. Ich denke mal, das wäre unlukrativ für euren Haushalt, wenn ihr nicht tagtäglich Geräte repariert, wäre es sicherlich nicht sinnvoll, sich ein derartiges Gerät käuflich zu erwerben. Gibt es von der Firma PeakTech, hat folgende Bewandtnis. Ich nutze dieses Gerät für die Reparatur und zwar zeige ich euch hier in diesem Video. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, liefert es eine Ausgangsspannung von 300 Volt. Habt ihr einen nicht funktionierenden LED-Streifen oder eine defekte LED, dann bleibt diese Spannung bei 300, weil kein Strom verbraucht wird. Habt ihr dagegen einen funktionierenden LED-Streifen, so wie hier ersichtlich, dann sinkt die Spannungsversorgung, ich glaube, auf 3. Ah, ich habe gerade eben gesehen, also 13,7 Volt, gut, 0,6 Volt, etwas mehr. Und wenn ich die Verbindung jetzt trenne und praktisch nachimprovisiere einen defekten LED-Streifen, dann geht die Spannung beim Gerät wieder, weil kein Verbraucher dran ist, weil kein Strom fließt, wieder auf 300 Volt nach oben. So, Variante Nummer 2. Ihr könnt es zum einen mit einer 12 Volt Spannungsversorgung machen, irgendein Gerät, was eben 12 Volt Ausgangsspannung liefert. Gleichspannung wohlgemerkt. Ihr könnt es aber auch mit einem sogenannten 9 Volt Akkublock machen. Beides reicht aus. Obacht geben, es kann nichts dabei passieren, aber die Polarisation muss stimmen. Also wenn, dann bitte ausprobieren, nach welcher Seite ihr Plus und Minus nehmen müsst. In meinem Fall bei den LED-Streifen ist links Plus gewesen, rechts Minus. Und dementsprechend könnt ihr natürlich auch diese Akkuchargen verwenden.
Variante Nummer drei, vielleicht die simpelste von allen, wo ich vielleicht auch mal davon ausgehe, dass das vielleicht das verbreitetste in Ihrem Haushalt ist. Allerdings kann es sein, dass ihr nicht über diesen Messbereich verfügt. Sollte euer Vielfachmessgerät eine sogenannte Halbleiterstellung besitzen, dann könnt ihr über diese Stellung auch die einzelnen LEDs durchtesten. Ihr seht hier bei ganz genauem Betrachten in der Mitte von der LED, beziehungsweise in der Mitte ist ja eigentlich nur die LED, seht ihr, wie sie ganz schwach weiß leuchtet. Also das ist ein Zeichen dafür, dass auf jeden Fall diese LED nicht defekt ist. Und das könnt ihr ganz einfach mit dem Messgerät machen. Links minus, rechts plus. Und damit könnt ihr natürlich dann auch die defekte LED oder den defekten gesamten Streifen, manchmal sind ja auch mehrere LEDs kaputt, zwei oder drei, habe ich selbst auch schon gehabt, könnt ihr auf jeden Fall damit ermitteln. Aber wie gesagt, Halbleiter, Messbereich und die Polarisation beachten, Plus und Minus. Und dann ganz genau hinschauen, in der Mitte leuchtet dann bei funktionstüchtiger LED diese mit einem kleinen weißen Licht. Wie vorhin schon erwähnt, entweder an der hellblauen Stelle oder an der orangenen jeweils den Streifen lösen, austauschen, ersetzen gegen einen neuen funktionierenden. Ja, und dann habt ihr das alles soweit bis hierher geschafft. So, nun müsst ihr nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch sage ich, das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Seid bitte vorsichtig dabei. Denkt bitte an das LCD-Display mit einer Stärke von 2 oder auch 3 mm. Sehr, sehr anspruchsvoll. Nicht biegen, nicht kanten, nichts. Lasst es auf der Tischfläche oben liegen und baut wirklich alles wieder so zusammen, wie ihr es jetzt hier demontiert habt. So, und wenn das alles geklappt haben sollte und ihr alles wieder vorschriftsmäßig miteinander verbunden habt, dann müsste nach dem Einschalten zwar jetzt nicht dieses Bild kommen, aber zumindest müsste euer Fernseher wieder ein vernünftiges Bild bringen, ohne dunkle Flecken, ohne alles. Ach so, eins habe ich noch vergessen. Bevor ihr das Gerät dann komplett zusammenbaut, schaut bitte mal auf dieses LCD-Display. Nicht von vorn, sondern von hinten. Also praktisch von euch aus auf dieses Display herauf. Solltet ihr dort irgendwelche Staubflecken, Fusseln, Gegenstände, Fremdkörper, irgendetwas finden, entnehmt dieses bitte ganz, ganz vorsichtig. Ihr könnt es auch mit einer Art Luftgebläse machen. Hauptsache, diese Fremdkörper sind weg vor dem Zusammensetzen des Panels. So, solltet ihr euch das Video jetzt hier nur erstmal angeschaut haben, des Interesses wegen oder um mehr zu erfahren. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Handhabung eigentlich bei allen Geräten fast die gleiche ist. Es gibt einige Unterschiede. Es gibt auch Geräte, die leider so konzipiert sind, sodass man das Panel nach vorne öffnen muss. Das ist natürlich dann ganz, ganz furchtbar. Also da braucht ihr dann wirklich eine stabilere Platte, die ihr gegensetzen könnt und damit dann das LCD-Display entnehmen könnt. Und also da ist dem einen oder anderen auch Fernsehtechniker in der Vergangenheit schon einmal das Display zerbrochen oder beziehungsweise es ist gebrochen. So, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, falls ihr mal derartig euer Gerät reparieren müsst, wollt und natürlich dann auch könnt. Und wünsche euch viel Geduld dabei und vor allem bleibt gesund.